Käse-Schinken-Croissant. Kein Käse-Schinken-Croissant, Mann. Wir sind jetzt in der Aufnahme. So. Also, wir sind jetzt wieder zurück bei Fire Emblem and Sacred Stones. Und diesmal habe ich einen anderen Gast dabei, der auch vom Kanal von Ramon ist. Und ja. Unser Kanal, das ist nicht Ramons Kanal. Aber er hat ihn auch erstellt. So. Ja, er hat ihn erstellt. So, egal. Es ist Lars, auch bekannt als Vivi mit seinem Spitznamen. So, und wir waren ja letztes Mal stehen geblieben. Da wollte ich so eine bestimmte Taktik machen, in der ich Seth hier hinstelle. Er wird von denen angegriffen, ich stelle Seth weg, tu da Ross hin. Ross greift die an. Ich nehme Jobit Ross wieder weg, damit er nicht getötet wird. Und heile Seth. So, und das machen wir jetzt erstmal. Okay. Ich hab Lag. Moment, ich stelle kurz Skype ein bisschen lauter. Es hat ein paar Lags wegen Performance-Problemen und so, aber passt schon. Mhm. Ich muss Seth nicht heilen. Na gut, den kann er eigentlich auch so killen. Gut. Ins Fix. Kommt hier noch ein bisschen mit? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aus dem Schinken-Croissant. Kein Schinken-Croissant. So. So. Hast du eigentlich schon mal darüber geredet, wie man in jedem Fire Emblem als am Anfang einen Paladin kriegt? Ja, also das ist, ja, das habe ich nicht, aber es ist eigentlich schon so. Man hat in jedem Fire Emblem immer einen so ein Paladin, auch bekannt als Rittermeister im Deutsch. Oder Rittmeister besser gesagt. Also einfach die die Klasse nach den Kavalieren. Aber in Sacred Stones hat sich da was Entscheidendes geändert bei den Entwicklungsklassen. Darauf werden wir aber noch später zu sprechen kommen. Entschuldigung, ich habe gerade ein paar Lags, ich babe das mal kurz. So, musste nur kurz schauen wegen ein paar Geräuschen und so. Dann sind wir wieder da. Also ich habe nichts gehört. Ja, passt schon. Jedenfalls, gehen wir weiter. Fässer. Yep. Wir rüsten das Eisenschwert aus, weil hier ein Bandit ist und ich will nicht, dass er Bonus kriegt wegen Waffendreieck. Ist ja noch. Hoffentlich. Verdammt, sei das Waffendreieck manchmal. Manchmal schon. Aber es ist meistens so, dass Lanzen gegen Äxte auch öfters gewinnen, weil man Lanzen ziemlich oft trifft und Äxte mit denen ziemlich wenig trifft und auch wenig ausweicht. Also ich finde, die Äxte sind am benachteiligsten im Waffendreieck, wenn ich ehrlich bin. Aber das Doof an Schwertern ist halt, Speere und Äxte haben eine Fernkampfwaffe. Also haben sogar zwei verschiedene, die sehr einfach zu kriegen sind. Die anderen beiden sind eher schwerer. Also es gibt nochmal so einen Langspeer, das Wurfbeil. In diesem Teil gibt es nochmal so speziell die Hacke, die hat aber nur Ross, die kann man aber 50 Mal benutzen, was ziemlich geil ist. Dann gibt es das Tomahawk, das ist auch eine wurfbare Axt und auch im Nahkampf einsetzbar. Dann gibt es als Speer noch den normalen, der heißt einfach nur Speer, den gibt es auch noch. Und die einzigen Schwerter, die Fernkampf sind, sind Sonnenbrand und das Runenschwert. Und das Windschwert. Das Windschwert ist aber noch seltener. Das gibt es auch irgendwie nur voll wenig. Ich weiß gar nicht, ob es in Sacred Stones überhaupt gibt. Das sind Schwerter, mit denen kann man einfach von der Ferne angreifen. Das Runenschwert gibt es später ein bisschen öfters. Das Runenschwert, damit greift man kann man von der Ferne angreifen. Und wenn man damit angegriffen hat und Schaden macht, wird man um den Wert, den man Schaden gemacht hat, geheilt. Da gibt es auch so einen Zauber, der heißt Nosferatu. Den werden wir später und so alles sehen, was für Magier den auch zu benutzen und so. Ist das Black Magic? Ja. Diese Lex Spikes, naja. Weißt du, in Awakening gibt es dann gibt es noch viel mehr Waffentypen. Da war die Axt nicht mehr so benachteiligt, obwohl
Problem war, dass sie dann voll wenig getroffen hatte. Die Axt trifft auch so voll wenig. Die Axt war noch, ist nicht direkt benachteiligt, weil die Einheiten, die sie benutzen, meistens eh total tanky sind. Das meine ich damit, also sie sind vom Waffentyp. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Kavalier eine Axt benutzen würde, dann wären die keine Lanzen, dann wären die viel benachteiligter, weil anfangs werden die eigentlich ganz gut, aber später nicht so, weil da viele Schwertkämpfer kommen. Dann werden die ziemlich am Arsch, aber es geht. Aber, und außerdem so eine Axteinheit hat halt ziemlich viel Leben. Das ist das Hauptsächliche. Die können sich leisten, getroffen zu werden. Stärke und Fähigkeit ab, das ist Level 4. Weil das macht sie halt aus, dass sie sich halt leisten können, getroffen zu werden. So, Weißt du, warum ich auch finde, dass die Äxte in Awakening wieder besser geworden sind? Also noch mehr. Weil später kommen da richtig viele gepanzerte Einheiten und vor allem viele Generäle. Ja, das ist schon. Und hier in Sacred Stones wird im Gegensatz zu den zu 6 und 7 ist die Lichtmagie sehr, sehr stark und wichtig für bestimmte Kapitel des Spiels. Wogegen sie in 6 und 7 halt total scheiße war, wegen bestimmten Gründen, weil sie war nicht so nützlich wie jetzt andere Magien. Sie war. Ihr könnt es auch ungefähr so vorstellen. Es gibt genauso wie bei Schwertlanze und Äxte gibt es auch noch andere Magietypen. Und es gibt Anima, Licht und Dunkelmagie. Die verschiedenen Magietypen werden wir noch später kennenlernen. Und da gibt es auch so ein Waffendreieck. Das will ich jetzt noch nicht so näher erläutern, das wird noch später alles kommen. Wenn wir denn Magic-User haben. Ja, also ich werde auf jeden Fall mindestens so 2 Stück benutzen, weil Magic-User ganz schön nützlich sein können. Ganz besonders später, weil da auch ziemlich viele Einheiten kommen, die wenig Resistenz haben. Allgemein die Boss-Gegner. Hey, du greifst zweimal. Ja, aber nur 4 Schaden, das ist ziemlich doof. Ja. Der würde mir 14 abziehen. Deswegen... tue ich erstmal Seth... und Bulla hier hin. Seth, mein Paladin. So, dann warte ich noch eine Runde. Ich hab noch nicht richtig kapiert, wie das eigentlich mit den Doppel-Hits funktioniert. Also, das kommt, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Guess hast, wenn du jetzt zum Beispiel 11 Guess hast und dein Gegner hat nur 7 Guess, dann greifst du zweimal an, weil du mehr Guess hast als er. Wenn du mehr Guess hast, greifst du immer zweimal an. Ach so. So habe ich es jedenfalls kapiert. So. Also, ich nehme Rapier, weil ich da am wenigsten getroffen hat. Rapier. Ich bin der Kopf dieses Räuberpacks. Ich bin der mächtige Baspar. Ich hoffe, du kannst erleben. Hast dein Leben genossen. Denn nun wird es gleich enden. Und du hast eine Kartoffelnase. Das war jetzt ein bisschen scheiße vorgelesen, weil ich war jetzt. Das ist jetzt mir nicht so wichtig, weil ich im Part, wo Lars jetzt dabei ist, gebe ich jetzt mehr auf das Gameplay ein. Im letzten Part ging es eher um Story, weil Ramon konnte auch ziemlich gut die weiblichen Stimmen vertonen, weil die auch davor kamen. Ich werde jetzt. Weil er eine höhere Stimme hat als wir beide zusammen. Ja. Yep. Also ich werde den jetzt. Wenn ich den jetzt dann gekillt habe, dann beende ich doch den Part, oder? Mal schauen. Oh, ja, ich mache einen Cliffhanger rein. Ich bin ja so nett. Ich mache einen Cliffhanger rein. Attack on Fire Emblem? Ja, genau. mach jetzt einen Cliffhanger rein. Ich werde jetzt Erika erstmal hier noch platzieren. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Fire Emblem The Sacred Stones. Bis dann. So, und willkommen zurück. Ich habe Dex jetzt ein bisschen behoben, soweit wie es ging. Und wir werden jetzt erstmal den Banditen hier Seth angreifen lassen. Oder Colm, was auch immer. Jedenfalls wird Colm den eh töten, weil er nicht getroffen wird, weil er ein Dieb ist. Oh, der crittet sogar. Mit 7%, das ist eigentlich nicht so wahrscheinlich. Aber naja. Weil die Bildschirmübertragungsrate gefreezt. Okay.
Moment. So, anscheinend geht sie wieder. So, dann tun wir jetzt erstmal mit Kolm die ganzen Truhen hier öffnen. Weißt du, welche Kritze ich cool finde? Die Kritze von Schwertkämpfern. Ja, komm, kommt doch drauf an, was für Schwertkämpfer es gibt. Es gibt viele Schwertkämpfer. Meinst du Söldner oder Myrmidonen? Myrmidonen. Ja, es sind aber nicht direkt Schwertkämpfer, das sind Myrmidonen, Mann. Ja, gerade da. So. Aber Myrmidonen bekomme ich später auch noch, deswegen, falls jetzt irgendwelche Begriffe verwenden, die ihr noch nicht kennt oder so irgendwas, das kommt alles noch. Ich werde die auch noch dann alle genau erläutern, was die genau machen. Gegner dazu. Spieler dazu. Wir öffnen jetzt die ganzen Throne erstmal. Wurfball. Ach, diese Lags. Entschuldigung, wenn es zwischendurch mal ein paar gibt. Das ist ein bisschen doof, weil wir machen Skype-Bildschirmübertragung, aber ich finde, sie sind jetzt eher weniger so stark. Es ist noch einigermaßen spielbar und ansehbar, wenn ich ehrlich bin. Es ist jetzt auch nicht wirklich so ein Spiel, was irgendwie 120 Frames braucht, um gespielt zu werden. Wie der, wie Danganronpa auf Emulator. Ja, zum Beispiel. So, dann müssen wir kurz auf Frost warten, weil ich will, dass der die Tür mit seinem Türschlüssel öffnet. Und nicht, Kolm seinen Dietrich verbraucht, weil man den auch für Türen verwenden kann, zufällig und nicht nur für Truhen. Und noch ein Eisenschwert. Eins davon legen wir ab und ich wäre für. Aber Wurfball Eisen ist eigentlich egal, aber ich will jetzt erstmal das Wurfball abschicken. Warte ich noch eine Runde. Weil ich Ross hier bewegen will. Ross. So. Alle versammeln. Ich werde jetzt gleich nochmal Franz ein bisschen XP geben. So, Ross öffnet die Tür. Wird von Sash gerettet. So, und dann stelle ich. Moment, ich muss kurz das Problem lösen.